Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich bin aus meinem Urlaub zurück. Fuerteventura war richtig, richtig geil, hat Spaß gemacht und ich habe Bock, eine neue Episode aufzunehmen und euch heute mal wieder ein bisschen Content zu delivern. Und ihr kennt das Spiel kurz vorweg. Wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt, ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, sei es, dass ich euch zum Lachen bringe, sei es, dass ihr, ich weiß nicht, irgendetwas davon habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, ja, wenn ihr einen Comment irgendwie reindroppen könntet beim Video, damit wir in den Austausch kommen, damit ich was lernen kann, ja, damit ihr, damit ich einfach weiterkomme und besser werde. Zudem wäre es cool, ja, wenn ihr dem Kanal natürlich folgen würdet und wenn ihr das Ganze auf sozialen Plattformen verteilen würdet, plus, und das sage ich ja immer wieder, wenn ihr das Ganze mit einem Freund oder einer Freundin teilt und den Leuten davon berichtet, ja, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal und bleibt für immer die beste Werbung, die man kriegen kann. Entsprechend würde ich mich darüber am meisten freuen. Ja, jetzt noch kurz, was habe ich in der letzten Folge, worüber habe ich da gesprochen? Da ging es um das Thema die Angst vorm Versagen. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören, weil ich glaube, dass es ein großes Ding ist, großes Thema für die meisten Menschen. Und ich habe da mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie ich damit umgehe, dass ich da noch viel zu lernen habe selbst. Und vielleicht hilft euch das ja auch ein bisschen weiter, weil ich glaube, es ist etwas, womit wir alle zu tun haben. Ansonsten, ja, was habe ich heute für euch mitgebracht? Ein richtig geiles Thema, wie ich finde. Und zwar ist die heutige Episode Motivation ist Müll. Jetzt denkt ihr, wie Motivation ist Müll? Was meinst du damit? Ist ja jedes Mal dieselbe Frage, ja? Was meine ich damit, ihr Lieben? Also, Motivation ist eine Sache, die ist temporär. So. Und egal, was ihr im Leben anfangen wollt, und ich werde das heute hauptsächlich mal auf Sport beziehen, was ich ja häufiger mal tue, aber es ist halt einfach ein perfektes Sinnbild dafür, ja. Aber ihr könnt das auf alles adaptieren, völlig Latte, in welchem Bereich, ja. Das kann sein, ihr wollt euch weiterbilden, das kann sein, ihr wollt euch irgendein Skill aneignen, das kann sein, ihr wollt im Beruf weiterkommen, what fucking ever, doesn't matter, so. Es ist aber so, dass ihr, dass Motivation einfach eine temporäre Sache ist, ja. Und nehmen wir mal das Beispiel Sport. Sagen wir mal jetzt zu Zeiten von Covid, viele, viele Leute haben, zugelegt, so, sind fetter geworden, auf gut Deutsch. Und sagen sich dann, oh shit, ich habe irgendwie 3, 5, 10, 15, was auch immer Kilo zugelegt, so, und ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl, ich sehe auch nicht mehr schön aus. Mein Partner findet es auch nicht mehr geil. Ich muss was tun, so. Und dann fängt man irgendwie an, sich selbst zu motivieren und erzählt vielleicht auch noch anderen davon oder auch nicht. Ja, und der Partner motiviert einen, Freunde motivieren einen, man guckt sich irgendwelche Videos an und sagt, okay, ja, geil. Und dann ist man irgendwann motiviert, ne, das so durchzuziehen und eine Diät anzufangen und 3, 4, 5, 6 Mal Sport die Woche zu machen und so weiter und so fort, ja. Und du bist richtig hyped, du hast richtig Bock und sagst, let's go, yeah, ich bin motiviert, geil. So, und was passiert? Was ich meinte, Motivation flacht ab, ja. Motivation flacht sehr, sehr, sehr schnell ab. Bei den meisten Menschen flacht das nach einer Woche ab, so. Ich sag mal, die ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, Durchhaltevermögen haben, ja, bei denen sind das vielleicht 3 Wochen. Danach hat das alles nichts mehr mit Motivation zu tun, weil Motivation kommt und geht. So, das ist mein Credo. Und deswegen sage ich euch, deswegen heißt auch die Folge so, Motivation ist Müll. Ja? Und ich gehe gleich darauf ein, warum das so ist. Ich hatte das ja gerade genannt. Motivation ist halt was abflacht, ne? Am Anfang sind wir alle gehypt, auch ich, wenn ich irgendwas Neues anfange, denke ich mir, geil, ich habe richtig Bock darauf, wird schon, und dann kommen Hürden, so, dann wird es schwierig. Ich denke, ein Beispiel dafür für mich wäre Surfen, da hatte ich mega Bock drauf, dann habe ich dann angefangen und habe nur gedacht, boah, ist das anstrengend, boah, ist das schwierig, boah, und so weiter und so fort, ne? So, und dann ist man nicht mehr motiviert. Ganz einfach. Man hat dann da auch keinen Bock mehr drauf. Das Ding an der Sache ist das. Es sind halt Emotionen involviert. Ja? Und
Wir sind alles emotionale Wesen. Und Motivation ist etwas, was mit Emotionen zu tun hat. Die müssen raus. Diese Emotionen müssen am Ende des Tages rausgenommen werden aus der ganzen mathematischen Gleichung. So, ich gehe da gleich näher drauf ein. Ich will es nur schon mal vorweggenommen haben. Dieses ganze Thema mit Emotionen ist dann ein Problem, weil wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, ja, und emotional euch nicht so gut fühlt, dann seid ihr auch nicht motiviert. Und dann wird es umso schwieriger, die Dinge durchzuziehen, die ihr durchziehen wollt. Oder anzugreifen, was auch immer ihr angreifen wollt. Ne? So, und am Ball zu bleiben. Das ist der Punkt. Warum ist das wichtig, das Ganze zu verstehen? Kann ich euch sagen. Es ist wichtig, das zu verstehen, dass Motivation absoluter Müll ist, weil ihr sonst immer weiter euer gesamtes Leben in dieser Illusion lebt, dass Motivation super wichtig ist und ich muss motiviert sein, um dieses oder jenes zu machen und zu schaffen. Und wenn ich nicht motiviert bin, dann bringt das ja eh nichts und bla 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 bla. Das ist halt eine Illusion, die irgendwie kreiert wurde und man hört es irgendwie immer wieder, ja, keep grinding, so mach weiter, zieh durch und all dieser ganze, Entschuldigung, aber Scheiß, ja, das ist halt völlig Banane. So, man lebt da in so einer Illusion, die einfach nicht stimmt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das eben nicht so ist. Sondern Motivation ist etwas, was ich sagte, das kommt und geht. Und wenn man das nicht versteht, dann wird man immer so weitermachen. Und dann werdet ihr unterm Strich in diesem Traumland leben, wo ihr zu nichts kommt. Ja? Weil die Realität sieht nämlich anders aus. So, ihr werdet sehr, sehr schnell die Motivation verlieren, weil egal was ihr tut. Ja, vor allem, wenn Hürden kommen, vor allem, wenn es schwer wird, vor allem, wenn ihr emotional negativ drauf seid, ja, und dann wird es umso schwerer. Und dann hat das Ganze nichts mehr mit Motivation zu tun, sondern dann sind andere Skills wichtig, andere Charaktertraits wichtig. Ja, da gehe ich gleich drauf ein. Es ist außerdem wichtig, das zu verstehen, weil ihr sonst immer und immer, und das ist eine unendlich, also das trifft es auf den Punkt, ne? Das ist bei mir übrigens genauso. Und ich struggle damit auch hart, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ihr werdet Dinge anfangen und nicht weitermachen. Ja, und nicht durchziehen. Sondern ihr werdet sie irgendwie wieder beenden. Sei es, keine Ahnung, ihr wollt einen Blog schreiben im Internet, war bei mir zum Beispiel so. Ja, den habe ich angefangen, habe das 1,5 Jahre gemacht, war hart dabei und habe ich aufgehört, weil ich nicht mehr so wirklich motiviert war, den Sinn nicht gesehen habe und so weiter und so fort. Es war super dumm, dass ich das getan habe. Ich ärgere mich heute tierisch darüber. Ich habe daraus aber versucht, also ich lerne daraus. Ne? So. Wie gesagt, Sportbeispiel ist ein super, super Ding. Ne? Man wird die 15 Kilo nie wieder los, wenn man nicht weiter durchzieht. So. Man fängt dann an, Sport zu machen, man fängt dann an mit einer Diät und dann lässt man es schleifen. Ist halt Müll, sage ich euch ganz ehrlich. Und das kannst du, wie gesagt, auf alles andere adaptieren. Sagst, okay, ich will irgendwie die nächste Position im Unternehmen erreichen und will da irgendwie aufsteigen und ein besseres Leben für mich und mehr Geld verdienen, ja, und sagst, okay, ab heute werde ich halt hart durchziehen und werde auf jedes Detail achten, werde super Arbeit abliefern und dann macht man das für 1, 2, 3 Monate vielleicht sogar, ja, und danach schweift man wieder ab. So, und man fängt dann Dinge an und hört auf und das ist absoluter Mist. Warum ist das Mist? Das ist deswegen Mist, jetzt gehe ich auf meinen nächsten Punkt ein, weil es hart am Selbstvertrauen nagt, ja. Ihr sagt euch damit jedes Mal, wenn ihr mit Dingen anfangt und sie dann nicht durchzieht, ja, und da gibt es übrigens, habe ich auch schon 1, 2 Podcasts gemacht, gerne mal reinhören, sagt ihr euch jedes Mal, dass ihr das nicht hinkriegt. So. Und dann braucht ihr eigentlich auch gar nicht anfangen. Ja, so. Und das bedeutet wiederum, wenn ihr das immer und immer und immer wieder macht, das zehrt so am Selbstvertrauen und ihr werdet, vor allem im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, werdet ihr wissen, naja, ich bin halt so ein, und dann sagt man sich solche Dinge auch, ne? Naja, ich bin halt so ein Mensch. Ich fange Dinge an und höre ich wieder auf. Ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Es ist eine absolute Vollkatastrophe in meinen Augen, weil ihr sonst nie irgendwo vorankommen werdet. Und ja, einfach nichts für euch aufbauen könnt. Punkt. Zudem habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass ihr, ja, wenn ihr euer Vorankommen auf Motivation basiert, ja, und wie ich sagte,
das hat was mit Emotionen zu tun, man fängt an, man hat keinen Bock und so weiter und dann hört man auf, ja, dann werdet ihr niemals, und da, das ist jetzt der nächste Schritt, werdet ihr niemals die Werte aufbauen, die wirklich wichtig sind. Weil Motivation ist Müll. Motivation comes and goes. Was ihr braucht, sind Skills und Werte wie Disziplin, wie Durchhaltevermögen. Wie, und da komme ich zum nächsten Punkt, was braucht ihr stattdessen? Ihr braucht ein Mindset, was euch einfach nur sagt, völlig, und das sind zwei Punkte. Erstens, emotionslos. Zweitens, zu exekutieren. Was sagt er da gerade? Wie emotionslos exekutieren? Die Sache ist die, an den Tagen, und das sind übrigens die meisten Tage, wo ihr keinen Bock habt, wo ihr das, was auch immer ihr machen wollt, euch vorgenommen habt, nicht machen wollt, ja, wo ihr Sport machen wollt, aber euch tut alles weh von den letzten drei Einheiten, die ihr in der Woche gemacht habt, wo ihr eurer Diät folgen wollt, aber euer Partner macht halt nicht mit, oder eure Kinder essen halt gerade eine geile Pizza oder weiß der Geier was, ja, und so weiter und so fort. In genau den Momenten ist es halt super, 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 super schwierig, am Ball zu bleiben. Ich kenne das selber, ja, ich struggle damit auch hart. Aber genau da dürft ihr nicht in diese Emotionen verfallen und sagen, ja, ich würde ja aber so gern und oh, wie geil sieht das Essen aus und oh, ich fühle mich heute nicht so gut und deswegen mache ich jetzt keinen Sport. Das sind halt alles Emotionen, ne? Ihr hört das ja raus an der Art, wie ich rede und man kennt das von sich. Und genau da müssen die Emotionen weg und ihr müsst lernen zu exekutieren. Sprich, Execution, Execution, Execution. Das ist einer meiner, ich sag mal, Dinge, die ich mir ins Hirn versuche einzubrennen. Ja? Ich bin immer noch dabei, mir das einzubrennen. Ist nicht ganz so einfach, aber darum geht's. Execute, execute, execute auf Englisch. Ja? No emotions. Einfach durchziehen. Einfach machen. Ich weiß, das klingt einfacher, als es am Ende des Tages ist. Definitiv. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist das, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr einmal verstanden habt, dass Motivation nicht der Faktor ist, Motivation ist Müll, ja, und versteht, dass es darum geht, zu exekutieren, und zwar emotionslos und die Sachen einfach zu machen, dann werdet ihr, und jetzt komme ich zu den Benefits, dann werdet ihr anfangen, die Fortschritte zu sehen. Peu à peu, à peu, à peu, à peu. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt. Ne? Ganz langsam, ganz klein. Und ihr werdet vorwärts kommen. Plus, und das sagte ich eben, ihr werdet die Skills aufbauen, die ihr braucht, damit es vorwärts geht. Nämlich, ihr werdet Disziplin aufbauen. Schritt für Schritt für Schritt. Ihr werdet mehr Durchhaltevermögen haben. Stück für Stück für Stück für Stück. Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr werdet unterm Strich vorankommen. Und das wollt ihr. In egal welchem Lebensbereich ihr das dann nutzt für euch. Ja? So. Und zudem, und das ist ein weiterer großer Benefit, ich könnte jetzt zig nennen, werde ich heute mal nicht tun, aber einer, der für mich extrem wichtig ist, ist, dass 95 oder 98% der Menschen genau das tun. Die Basis sind die Emotionen, ja, und wenn die Motivation nicht da ist, wird es halt nicht gemacht. Wenn ihr allerdings das hinbekommt, Emotionen aus der Gleichung rauszunehmen und einfach nur zu exekutieren, dann werdet ihr einen riesen Vorteil gegenüber anderen Menschen haben. So. Vor allem auf lange Sicht. Weil, ich bin ehrlich mit euch, die meisten Menschen sind einfach sehr, sehr schwach. Vor allem emotional. Vor allem dann, wenn es schwierig wird. Vor allem dann, wenn es hart wird. Ja? Und wenn ihr genau das Gegenteil hinbekommt, dann werdet ihr ein, auf Englisch nennt man es Competitive Advantage haben. Ja? Ihr werdet einfach einen Vorteil gegenüber euren Gegnern. Ja? Und euren Mitspielern. Eure Teamkollegen auf der Arbeit, wie auch immer, ja, werdet ihr einfach haben. Das geht nicht von heute auf morgen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Schritt für Schritt für Schritt wird das so sein. Und das wird euch dann wirklich einen Schub bringen. Und wenn man das hinkriegt, dann wird der Schalter nochmal mehr umgelegt und man sagt, hey, wenn ich das immer so hinkriege, die Emotionen aus der Gleichung rauszunehmen und einfach nur zu exekutieren und verstanden habe, dass Motivation Müll ist, ja, dann werdet ihr umso mehr das Ganze leben und werdet noch mehr vorankommen. Das ist ein Versprechen, was ich euch gebe. So, um euch ein paar Beispiele zu nennen. Ja, Sport, meine täglichen Workouts, die ich mache. Ich trainiere zweimal am Tag, so,
Mag für die meisten Menschen absurd klingen. Für mich ist es extrem wichtig, weil es meine mentale Stärke fördert. Ja? Hauptsächlich deswegen mache ich das. Nicht, weil ich mich, also klar, es gibt noch andere Sachen, wie ich will mich gut fühlen und es ist schön, wenn man gut aussieht und wenn man gesund ist und so weiter und so fort. Aber das sind alles eher Sachen, die man zur Seite packen kann. Hauptsächlich geht es darum, für mich, wenn ich zweimal am Tag trainiere, dass das extrem schwer ist und dass es meine Mental Toughness, so sagt man auf Englisch, stärkt. Ja, und das hat nichts mehr mit Motivation zu tun. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht motiviert, zweimal am Tag zu trainieren. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Alleine heute Morgen bin ich laufen gegangen. Es hat die ganze Zeit, die 2 Stunden, die ich da unterwegs war, hat geregnet, ja, bei 5 Grad oder 6 Grad. So, ich war komplett nass. Hatte keinen Bock mehr, hatte von Anfang an schon keinen Bock, weil ich auch schlecht geschlafen habe. Und trotzdem habe ich es gemacht. Wäre ich jetzt nach Motivation gegangen, dann hätte ich das nicht getan. Weil ich hatte null Motivation. Habe es trotzdem gemacht. Ja, Emotionen rausnehmen, execute, 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 fertig. Thema war nach 2 Stunden durch und ich war super happy, dass ich es trotzdem gemacht habe. So, zweites Beispiel, die Uni. Für mich, wenn ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf Uni. Sage ich euch ganz ehrlich, ich bin jetzt seit 5 Semestern am Start. Ich will nur noch in Anführungsstrichen meinen Bachelor hinbekommen und dann habe ich einfach, ich habe einfach keine Lust mehr. Und das ist nicht seit heute so, sondern seit schon 1, 2 Jahren fast so. Ne? Trotzdem, du musst die Emotionen rausnehmen und sagen, okay, ich will da und dahin, also execute, 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 fertig, Ende aus. So, das ist es. Und das Dritte ist ein Klassiker für mich, ja, für mich als Person, das Thema sauber machen. Ich versuche ein sauberer Mensch zu sein, ja, und meine Bude auf Stand zu halten, aber ich habe Saubermachen schon immer gehasst. Und ich sage euch, wenn sobald ich genügend Geld verdiene und das für mich überhaupt gar kein Thema mehr ist, hole ich mir irgendwann eine Putzfrau, die das dann macht. Ja, aber bis dahin ist dieses ganze Thema Saubermachen einfach nur Zeitverschwendung für mich. Absolute, natürlich ist es schön, wenn es sauber ist und so, keine Frage, aber es ist einfach Zeitverschwendung. Diese Zeit könnte ich so viel besser für andere Dinge nutzen. Nichtsdestotrotz lerne ich zu sagen, okay, ich will das nicht machen, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist übrigens schon seit Kind, Anbeginn. Das kennen wir alle von uns selbst. Keiner hat Lust, sein Kinderzimmer aufzuräumen. Ne? So. Und man macht es dann trotzdem. Ja, was soll ich euch sagen? Ich lerne das trotzdem zu tun. Und die Motivation dafür ist nie da. Nie. Nicht, es war noch nicht einmal so in meinem Leben und es wird auch wahrscheinlich nie so sein. Nichtsdestotrotz muss es gemacht werden. Sonst lebt man am Ende in einem Saustall, wie meine Mom immer so schön sagt. Und das will man auch nicht. Entsprechend, ja, Emotionen rausnehmen, verstehen, dass Motivation Müll ist und einfach nur exekutieren. Und damit will ich euch heute, ja, will ich heute auch den Podcast beenden, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich glaube ehrlicherweise, ihr konntet was mitnehmen, weil die wenigsten Leute, glaube ich, in diesen, also so denken auch, ja, und ich hoffe, dass es euch ein bisschen einen positiven Gedankenanstoß gegeben hat und ihr das Ganze entsprechend, ja, teilt und weitergebt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und go out and kick some ass. Bis dann. Ciao, ciao.